So Leute, und damit herzlich willkommen zu Part 4. Da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mache ich natürlich schon direkt weiter. Musste bis hier nochmal spielen, was natürlich nicht so angenehm war, aber das soll mich nicht stören. Ich weiß gar nicht, warum ich so spreche, aber egal. Okay, Leute, wir gehen weiter. Oh, hier haben wir ein bisschen Leben. Oh ja, Mann, Leben ist immer gut. Ich meine, was an jedem Spiel einfach unlogisch ist, ist, dass man Leben verlieren kann. Wie soll man bitte schön Leben verlieren? Das geht nicht. Es ist unmöglich, Leben zu verlieren. Oh, was? Das ist das Ohr. Oh ja, da freut er sich wieder. Wir haben eine Level 3 Schlüssel erhalten oder sowas. Kann ich nicht irgendwie speichern? Ich weiß nicht. Nein, du gehst weg, du Kackviech. Oh mein Gott, ich höre böse Monster. Oh, wir schwimmen und schwimmen. Haben wir eigentlich unendlich Luft oder was? Oh mein Gott! Was erblicke ich da unten? Wie komme ich da jetzt hin? Das gibt es doch gar nicht. Geh weg, du. Du räudigen Hund. Komm schon, nur noch ein kleines Stückchen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe eine sehr geile Waffe gefunden. Gerade eben. Glaube ich zumindest, dass sie sehr geil ist. Ich weiß nicht. Alle diese Monster sehen echt nicht lecker aus. Schon irgendwie ein bisschen gruselig. Aber was mir in diesem Spiel richtig fehlt, ist Musik. Hier gibt es keine Musik in dem Spiel. Und ein Spiel ohne Musik ist wie ein Spiel ohne, was weiß ich nicht. Oh mein Gott, was ist das? Ich verstehe das nicht. Immer durch die seltsamen Portale hier. Komm her, du Käfer. Käfer ist tot. Ja, aber da wir im Moment mehr Schuss für die Pistole haben, nehme ich natürlich auch eher die Pistole als Waffe. Das ist natürlich die logische Schlussfolgerung daraus. Komm schon, Käfer, greif mich an. Oder Spinne. So, wunderbar. Die logische Schlussfolgerung aus der Munition. So, erstmal wieder schneller gelaufen. Oh, noch nicht schlecht. Hier haben wir gute Munition gefunden. Explosive Schrotflintenmunition. Ich wollte gerade sagen, hier liegt doch noch einer. Gut. Gut. Laufen wir weiter. Irgendwo muss es doch hier lang gehen. Das gibt es doch gar nicht. Hallo, was geht da hinten ab, meine Kleinen? Okay, hier sind wir anscheinend nicht richtig. Weiter gucken. Gucken wir weiter. Weiter gucken wir. Oh. Hier geht es auch nicht da. Wenn hier nicht weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Ach komm, scheißen wir auf die kleine Kackflitsche da hinten. Die Kackflitsche soll uns nicht stören. Wir haben eh nur noch wenig Munition. Ach, wenig Leben, meine ich. Ja, und Munition eigentlich auch. Hallo? Irgendwie ist es sehr seltsam mit dem Gang da vorne. Auf einmal schwarz, einfach nur schwarz. Oh, wir haben etwas Leben gefunden, was sehr geil ist. Mehr Leben, ich brauche mehr Leben, Mann. Viel mehr Leben brauche ich. Was zum Teufel greift ihr mich so krass an, ey. Ich will aber gucken wegen meiner neuen Waffe, die ich bekommen habe. Oh, da ist sie. Oh, das ist doch kein... Oh, das ist eine AK-47. Soweit ich das einschätzen kann. Jawohl! Sehr geil. Sehr, sehr gut. Eine AK-47 Maschinengewehr. Meine Lieblingswaffe, wenn ich eigentlich überlege. Natürlich. Jetzt behaupten einige nur, weil du Russe bist, Ivan Viktor. Nein. Nicht deswegen. Einfach nur so. Weil ich die Waffe schön finde. Einfach toll. Ich weiß nicht. Er ist auch tot. Ey, du Sau. Greif mich nochmal an, ey. Schweinebacker.
Meine Fresse, ey, kommt der mir so an? Was ein kleiner Kacknödel. Oh mein Gott. Oh, hier geht's. Okay. Hallo, du. Das da oben hört sich nach irgendwas Spirituellem an. Gucken wir mal. Oh, nichts. Doch, hier. Wie, was? Wie soll ich bitte darüber kommen? Was ist das hier? Ich weiß nicht, ob ich da runterspringen soll. Ich springe einfach. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Was zum Teufel war das? Du scheiß kleiner Pisskäfer. Scheiß Mistkäfer, ey. Meine Güte. Na komm, jetzt geht doch mal weg, ihr kleinen Kackkäfer. Ernsthaft. Ich hab hier kaum noch Leben, verdammt. Und ihr kommt mir so, ich meine Beine. Eigentlich will da jetzt nicht rein. Aber was ich soll machen? Oh, der Wasserfall gefällt mir. Ich meine wirklich, für diese Zeit eigentlich relativ schöne Grafik. Nicht, du greifst mich nicht an, du Scheißwegkäfer. Nein, tust du nicht. Oh mein Gott. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Schon wieder diese ganzen ewigen Scheißsprünge. Komm nochmal rauf hier. Meine Güte. Verdammte Steuerung. Ist doch nicht mehr normal, ey. Komm schon, spring. Spring doch darauf, du... Oh, du Kackwurst. Spring darauf, Mann. Ist gleich, bin tot. Verdammt, dann dreh ich durch. Ich ertrinke. Toll. Ganz toll. Du Kackkäfer, erwisch mich nicht, damit das klar ist. Scheiß Viech, ey. Nein, ich reg mich nicht auf. So, spring. Eine noch, spring. Verdammt, wenn ich jetzt noch von irgendwas hier getötet werde, dann gibt's völlig ein. Irgendwas war hinter mir gespawnt. Könnte ich doch verwetten. Letzter Sprung, komm schon. Ich wollte schon sagen, hätte ich das jetzt verkackt. Oh, Level 3 Schlüssel. Schon wieder? Okay, ich glaube langsam, ich verstehe. Wir müssen alle Schlüssel finden. Aber kann ich hier nicht speichern? Ich meine schon, oder dann nicht? Gucken wir mal nach. Nö. Oh, wir können gar nicht speichern. Wie habe ich das letzte Mal gemacht, Mann? Nein, ihr tötet mich nicht. Habt ihr gesehen, ihr Schweine? Oh, hier bin ich. Oh, oh. Was ist das? Ach du Schott. Was zum Teufel war das denn bitte? Game over, fick dich ins Knie, du Arschloch. Jetzt darf ich alles nochmal von vorne spielen, oder was? Leute, ich glaube, dieses LP werde ich erstmal für eine gewisse Zeit lang pausieren, weil es mich gerade richtig derbst aufgeregt hat. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das. Und ich sage mir mal bis dahin, hoffe ich, ihr seid mir treu. Wenn ich überhaupt jemanden anspreche gerade, hoffe ich trotzdem, euch hat mein bis jetzt LP gefallen, was natürlich noch weitergemacht wird. Aber jetzt in nächster Zeit erstmal nicht. Deswegen sage ich erstmal Nastravio und haut hier rein, Leute. Wo ist denn die Auszeit-Taste nochmal? Ach hier, genau, stimmt ja, sorry.